Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und habe hier das Lenovo IdeaPad Y480, ein 14 Zoll Notebook. Und das gibt es hier mit Intel HD Grafik und Nvidia GeForce GT650M. Mittels Nvidia Optimus kann hier umhergeschaltet werden. Und einem Intel Core i3 Prozessor. Je nach Konfiguration könnt ihr aber auch den neuen Intel Ivy Bridge Core i7 Prozessor verwenden. Wir haben hier eine Chiclet-Style Tastatur. Und ihr seht hier ein großes Touchpad mit integrierten Maustasten und die Status-LEDs. Die Lautsprecher, die verbaut sind, sind von JBL. Hier haben wir den Power-Button. Mit dieser Taste rechts neben dem Power-Button könnt ihr euer System wiederherstellen. Und wir haben hier noch ein paar andere Shortcut-Buttons. Schließen wir das Ganze mal und schauen uns die Anschlüsse an. Da haben wir hier auf der linken Seite einmal einen Kensington Keylock, dann VGA, Ethernet, HDMI und zweimal USB 3.0. Und auf der rechten Seite dann die Audio-Ports, USB 2.0, ein optisches Laufwerk und natürlich euren Anschluss für das Netzteil. Das ist also das Lenovo IdeaPad Y480.